Ja, in dem folgenden Video soll es um die Bewertung von nicht abnutzbarem Anlagevermögen, also von Grundstücken gehen. Und jetzt kommt gleich die große Neuerung, und zwar die Bewertung nach dem Handelsgesetzbuch. Das ist die große Neuerung bei uns hier in Bayern im Jahr 2018, 2019. Und deshalb achten Sie bitte drauf, wie das bei Ihnen im Bundesland oder an der Hochschule gehandhabt wird. Machen Sie das nach Handels- oder Steuerrecht, also hier jetzt die Bewertung nach dem Handelsrecht. Ich sage es gleich zu Beginn, nicht abnutzbares Anlagevermögen, das bedeutet, dass Grundstücke eben nicht planmäßig im Wert verfallen, die werden nur außerplanmäßig abgeschrieben. Das bedeutet, ein Grundstück, das nutzt sich nicht ab, wenn man drüber läuft, wenn man das benutzt. Das ist eigentlich ganz klar und trotzdem wird es immer wieder falsch gemacht. Denken Sie also dran, Grundstücke werden zukünftig immer nur außerplanmäßig abgeschrieben. Das sehen wir aber später noch, wenn wir tiefer in der Aufgabe drin sind. Und hier sehen Sie schon so eine Tabelle aus einem anderen Video, nämlich der Ermittlung der Anschaffungskosten von eben diesem Grundstück. Und damals haben wir nicht nur die Anschaffungskosten vom Grundstück, sondern eben auch von dieser Fertigungshalle und dem Verwaltungsgebäude ermittelt, weil die auf dem Grundstück stehen. Es soll jetzt aber wirklich hier um das Grundstück gehen. Und Sie sehen, die Anschaffungskosten, AHK steht für Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Und wir haben das Grundstück natürlich nicht selber gebaut, also hergestellt. Deswegen sind es die Anschaffungskosten. Die betrugen eben 935.700 Euro. Wenn Sie nicht mehr präsent haben, wie man das ermittelt, kann ich Ihnen empfehlen, das Video nochmal anzusehen zu dieser Ermittlung. Ich werde es ganz sicher auch schaffen, das zu verlinken, dass Sie das vielleicht gleich unten in YouTube sehen. Und jetzt kommen wir zu dem Fall. Und ich weiß, diese Fälle sind nicht immer so richtig realistisch, denn wann hatten Sie den letzten Chemieunfall auf Ihrem Grundstück? Ist ein bisschen länger her, nehme ich an. Wahrscheinlich hatten Sie es noch nie, aber es kann natürlich trotzdem sein, ja? Denn wie soll so ein Grundstück sonst im Wert verfallen? In unserem Fall ist es eben durch einen Chemieunfall, wird das Grundstück verunreinigt. Hierdurch sinkt der Wert des Areals, mit Areal ist jetzt hier mal nur das Grundstück gemeint, auf 700.000 Euro. Das kann ja wirklich sein, da verunglückt ein Transporter mit irgendeiner chemischen Flüssigkeit, die läuft aus, sickert ein und dann ist das eben weniger wert. Und jetzt ist die Frage, wie müssen wir jetzt dieses Grundstück am Jahresende, mit welchem Wert müssen wir das bewerten, in die Bilanz nehmen? Mit den 935.700 oder mit den 700.000? Das können Sie nicht aus der Hüfte entscheiden. Da müssen Sie im Gesetz nachschauen, da müssen Sie eben wirklich ordnungsgemäß entscheiden. Und jetzt wird bei uns wirklich an der Fachoberschule hier in Bayern empfohlen, das wirklich nach dieser Fünf-Schritt-Methode zu machen. Und wir machen das natürlich jetzt auch danach, denn das ist wirklich eine ganz akkurate Vorgehensweise und ich hoffe, es leuchtet Ihnen auch ein bisschen ein. Sie werden sehen, Schritt 4 und 5 unterscheiden sich nicht so sehr, aber das ist schon in Ordnung so. Also die erste Frage, die Sie sich stellen müssen, Einordnung des Gegenstands in der Bilanz. Also wo steht der? Aktivseite, Passivseite, was ist das? Wir müssen den Regelwert mit dem Zeitwert vergleichen. Was das ist, werden wir sehen. Sie ahnen es schon. Der Regelwert ist der ursprüngliche Anschaffungswert und der Zeitwert ist der Wert, mit dem das dann wirklich am Jahresende bewertet werden würde. Würde man es verkaufen? Entscheidung, ob das Ganze vorübergehend oder dauerhaft im Wert gemindert ist. Sie sehen schon, es geht wirklich nur um Wertminderung. Wenn das sinkt, wenn der Wert von diesem Grundstück steigen würde, wäre das ein anderer Fall. Hier bei uns geht es jetzt um die Entscheidungen, wenn sowas sinkt. Dann hier Begründung für den Bilanzansatz unter Berücksichtigung des wirklich korrekten Prinzips nach Handelsgesetz. Und deswegen habe ich gesagt, es doppelt sich ein bisschen nochmal Ermittlung des Bilanzansatzes. Also was nehmen wir dann schlussendlich? Füllen wir das mal mit Werten. Wo ist der Gegenstand in der Bilanz? Das ist Anlagevermögen auf der Aktivseite links und es ist nicht abnutzbares Anlagevermögen. Wir machen den Regelwert-Zeitwert-Vergleich. Der Regelwert von 935.700, das waren die Anschaffungskosten, der ist doch jetzt höher als der Marktpreis. Der Zeitwert ist nichts anderes als ein Marktpreis zum 31.12. Ja, durch diesen Chemieunfall, der wäre also 700.000 Euro. Entscheidung, ob das Ganze vorübergehend oder dauerhaft ist. Ja, und bei so einem Chemieunfall müssen wir doch davon ausgehen, dass dieser Wert dauerhaft gesunken ist, weil das wahrscheinlich im Grund bleibt, also dieser Boden bleibt eben verunreinigt, deswegen ist eine dauerhafte Wertminderung. Und jetzt machen wir es ganz, ganz akkurat. Begründung für einen Bilanzansatz. Wir nehmen den Bilanzansatz zum Zeitwert und jetzt kommt die Begründung. Ich habe auch fett gedruckt, was ganz wichtig dabei ist, bei einer dauerhaften Wertminderung besteht eben eine Abschreibungspflicht. Wir müssen es abschreiben. Wir können nicht entscheiden, ob wir das auf dem ursprünglichen Wert belassen oder nicht. Wir müssen es machen. Und das Prinzip, das hier beim Anlagevermögen greift, das heißt eben korrekterweise, ist das gemilderte Niederstwertprinzip. Und jetzt sage ich,
Punkt 5 ist natürlich sehr, sehr ähnlich. Jetzt entscheiden wir also, was machen wir? Wir nehmen den Bilanzansatz zum Zeitwert von 700.000 Euro. Den würden wir jetzt ansetzen. Das heißt, das Grundstück müssen wir im Wert senken. So, jetzt mache ich eine etwas getunte Variante davon. Diese 5 Schritte gehen Sie also durch, entscheiden das alles ordnungsgemäß und dann können wir das auch ein bisschen zügig hinschreiben. Wir haben einen Regelwert-Zeitwert-Vergleich. Der Regelwert ist 935,7, der ist also jetzt höher als der Zeitwert und deswegen unsere Entscheidung hier, ein Bilanzansatz zum Zeitwert von 700.000 Euro. Und die Begründung bleibt natürlich gleich bei einer dauerhaften Wertminderung. Jetzt hier im Speziellen im Anlagevermögen, hier im Besonderen im unbeweglichen, nicht abnutzbaren Anlagevermögen besteht eine Abschreibungspflicht, Ansatz zum niedrigen Wert und ich sage nochmal, das Ganze heißt gemildertes Niederstwertprinzip. Also ganz, ganz ausführlich haben wir es so gelöst mit den 5 Schritten, wie sie gefordert oder gewünscht sind und dann hier unten nochmal mit einer richtigen Begründungskette, die ganz effektiv dahingeschrieben werden kann. Und die lasse ich jetzt auch mal, die 5 Schritte blende ich aus. Ich lasse mal diese Entscheidungskette, wie wir sie hier haben, mit den Abkürzungen RW für Regelwert, ZW für Zeitwert, BA für Bilanzansatz. Und ich will Ihnen auch die Buchungen noch zeigen. Einmal die vorbereitende Abschlussbuchung, 65,50, eine außerplanmäßige Abschreibung. Und nochmal, ich habe es am Anfang gesagt, Grundstücke nur außerplanmäßig. Ich sage es immer gebetsmühlenartig und trotzdem haben Sie irgendwie die Tendenz, das auch nochmal planmäßig vorher abzuschreiben. Machen Sie das nicht. Grundstücke verfallen nicht durch ihre reine Nutzung im Wert. Sie verfallen im Wert durch außerplanmäßige Ereignisse wie hier diesen Unfall. Und jetzt an 0,510 bebaute Grundstücke erinnern sich zurück. Ich habe es im Einstand gesagt, da standen ja jetzt noch zwei Gebäude drauf und deswegen war es eben kein unbebautes Grundstück. Das wäre 0,500 als Konto. Das hier sind die Konten aus dem Kontenrahmen, ne? Nicht, dass das zu Verwirrungen führt. Und wir müssen es doch jetzt um 235.700 abschreiben, das Grundstück, damit wir eben auf die 700.000 Euro kommen. Und das sehen wir in der Abschlussbuchung 8010 Schlussbilanzkonto an 0,510. Das geht jetzt also in die wirkliche Bilanz am 31.12. mit 700.000 Euro. Und das ist dann der Wert eben der Bilanzansatz am Jahresende.